Der Journalist Bert Lingnau bleibt weiter an der Spitze der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte der Medienausschuss des Landes am vergangenen Donnerstag mit. Lingnau wurde demnach mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit für weitere 6 Jahre im Amt bestätigt. Der 49-Jährige ist bereits seit 2016 Direktor der Landesmedienanstalt. Also die 6 Jahre sind sehr schnell vergangen. Wir haben viel auf dem Tisch gehabt. Wir haben die Medienanstalt ein bisschen konsolidiert, was den Haushalt anbetrifft, was die Themen anbetrifft. Wir haben viel auf dem Gebiet der Medienkompetenz gemacht und uns auch immer fürs Lokal-TV engagiert. Also es war viel zu tun, aber es bleibt viel zu tun. Auch für die kommende Amtsperiode hat sich Lingnau daher einiges vorgenommen. Also die Themen werden die gleichen bleiben, aber ich hoffe, dass wir die stärker angehen können. Also dass wir doch mehr Medienkompetenz fördern können bei uns im Land, gerade die außerschulische Medienkompetenz, und dass Lokal-TV noch weiter vorangebracht wird. Also wir haben ja in diesem Jahr eine Reichweitenanalyse gemacht. Lokal-TV ist auf dem Vormarsch, haben deutlich an Zuschauern gewonnen. Und wir müssen jetzt mal mit der Landespolitik sprechen, dass wir da vielleicht möglicherweise auch ein paar Fördermittel mehr locker machen. Die Medienanstalt MV vergibt Lizenzen und Frequenzen an private und nicht kommerzielle Radio- und Fernsehanbieter. Ihr obliegt die Programmaufsicht. Damit kontrolliert sie die Einhaltung der an die Lizenzvergabe geknüpften Vorgaben. Außerdem ist die Medienanstalt Trägerin offener Kanäle. Rund 20 Projekte zur Medienbildung werden von ihr 2021 mit insgesamt 200.000 Euro gefördert.